Hallihallo, herzlich willkommen und ein gesundes neues Jahr wünschen wir euch hier in Borderlands Folge 57. Ja, für uns doch erzählt, Matze. Ist nur nicht wahr. Silvester gewesen. Ist er ernsthaft jetzt? Ich hätte dich ermeuchelt. Weil für uns, liebe Freunde, ist noch nach wie vor Nikolaus. Aber für euch ist natürlich schon 2014, wenn diese Folge rauskommt. Wenn es nicht so ist, dann schiebt die Schuld 100% Robert zu, denn der hat es gesagt. Aber ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass er recht hat. Ich habe eine zweimal nachzählt. Also ich habe zweimal gezählt, zweimal kam es selber raus. Wenn du jetzt daneben liegst, das ist doppelt peinlich. Das stimmt allerdings, damit kann ich leben. So, was ist denn als nächstes auf der Tagesordnung? Wir müssen Eric Franks finden, aber das ist nicht in diesem Gebiet, deswegen gehen wir unten zur Schnellreisestation. Eric Franks. What the fuck? Versorgungstransport angekommen. Es gibt keinen einzigen Beleg, dass sie je eine meiner Handelsstationen benutzt hat. Aber irgendwoher muss sie ihr Zeug doch herbekommen. Oh, kannst du mal von mir runtergehen? Wie kommen die Autos hierher? Die haben wir vor uns hier geparkt. Haben wir da oben geparkt. Nee, die hatten wir unten geparkt. Ich bin rückwärts gefahren. Kannst du mal von mir runtergehen? Naja, warte mal. Das ist bequem. So, ich mach mal nach New Haven, bevor ihr eure Schweinereien auspackt. Er ist auf mich draufgestiegen. Ich fand's geil. Ja, ne, das glaube ich. Leute, wir nehmen auf. Wir nehmen nicht mehr alle auf, wir sind nicht mehr an der Aufnahmepause. Weißt du, Kevin, mir schwert sich, wenn ich zwischendurch mir einen Rülpser entwischt und dann bringt er solche Dinger. Ja, müssen wir machen, weißt du, Sam. So, wir müssen praktisch eigentlich nur um die Ecke. Na, wir müssen Eric Franks finden. Wer ist denn das? Das weiß ich doch nicht. Oh, ich dachte, du sollst eine finden. Das ist nicht der Knie, ist das bestimmt. Ja, das sag ich doch. Wir haben ne. Hallo, die. Wir werden uns nie träumen lassen, dass Janestown eines Tages von der Tyrannei des Janis Knopf befreit wurde. Lang lebe Taylor Knopf. Ich informiere die übrigen Männer. So, wir haben zwei neue Quests. Finde den Container in der Nähe von New Haven und durchsuche den Müll von vor New Haven und sichere Erics wertvolles Etwas. Nun denn, finden wir mal wertvolle Etwas. Und zwar 6 an der Zahl. Wertsack. Nee, Robert, das heißt Werksachen, hast schon recht. Beruhigt euch. Oh, müssen wir ein kleines Stück nach rechts, denn wir sind ja... Ach nee, das passt nicht. Dann müssen wir nach links, wenn wir allzeit bereit sind. Echt so, ne? An den Gegnern gehe ich einfach mal vorbei. Ja, nee, ist richtig. Allerdings sind die niedlich genug, um zu sterben. Oh, ich hab ein EP gekriegt. Schmutzige Zeitschriften, Mutter. Womit wir wieder beim Thema wären, Matze. Welchem? Schmutzige Zeitschriften. Ach so. Ja, nee, ist okay. Der macht das doch, ne? Na klar. Ich hab euch nur noch Schützungsbandwinkel gesendet. Du findest einfach mal Erics Schweinkram. Meine Spezialität. Schweinkram finden. Ja, ja. Beruhig dich, Robert, beruhig dich. Also ich freue mich schon unfassbar drauf, dass du in Borderlands 2 den Assassinen spielst. Weil der ist nämlich sehr ruhig und wenn er was sagt, ist es eigentlich immer witzig. Ich muss immer hier irgendwie Punkte kriegen oder so. Geh mal mit raus, bitte. Mhm, bin draußen. Hä, wo? Hä? Bist ja wieder da. Warum habt ihr das Spiel verlassen? Weil du weg warst. Ja, du hattest Wir wollten Disconnect. Jetzt nicht weiter Punkte machen. Ach so. Und was habt ihr gemeint? Naja, da war wohl kurz meine Verbindung weg, aber im TS bin ich ja nicht rausgeflogen. Na gut, ich schick euch mal wieder eine Einladung. Ihr habt nicht mehr geredet, ich hab einfach weiter geredet. Wir haben die ganze Zeit geredet, aber du hast... Kann mich nicht einladen, Robert. Probier's nochmal.
Ach so, weil ich ausgelockt bin. Okay, dann muss ich das Spiel, glaube ich, neu starten. Das Problem hatte ich schon mal. Na gut, dann müssen wir hier mal wieder einen Cut machen, liebe Freunde. Warum soll es im neuen Jahr auch anders sein als im letzten Jahr? Das Borderlands hat immer noch die gleichen kränklichen Probleme. Deswegen sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. Ja, starbe einfach. Mach ich. Hier sind wir wieder, liebe Freunde. Die Folge hat ein bisschen gefeatured, beziehungsweise mein Internet wollte gerade kurzzeitig nicht mehr so, wie wir das wollten. War jetzt alles wieder unter Kontrolle gekriegt. Und wir steigen jetzt hier einfach wieder ein. Ja, hab aus Versehen jetzt schon eine Seite eingesammelt hier in der Pause. Schande über dich, Robert, Schande über dich. Aber ich denke, das kann man vertragen. War jetzt nicht sonderlich spannendes, was da passiert ist. Nee, das ist richtig. So, wo müssen wir denn jetzt hin? Na toll, da runter. Oh, ey, die Viecher gehen denn auf den Sack? Ja, die sind total nervig, ne? weil die so niedriglevelig sind. Viech und Skiffit. Oh, Skiffit, ja. Ich glaube, ich habe es. Jawohl, so ist es. Schmuddelheft Nummer 3. So, lass uns die mal gekonnt ignorieren und einfach weiter zum nächsten. Ja. Und Kevin hat ja halt Spaß mit noch ein paar anderen Typen. Ja, ja, die sind aber alle nicht ganz so krass drauf, dass man davor jetzt Angst haben müsste. Aber warum kannst du schon wieder da drüber hoppen und ich nicht? Weil ich so schön bin, so schlau bin. Ach, Klappe. Wenn ich dich ja so angucke, ne, wenn du so brennst, siehst du aus wie so ein Phönix. Ja, das soll auch, glaube ich, so sein. Der Skill heißt, glaube ich, auch Phönix Skill. Hm. Cool. So, wo muss das jetzt sein? Irgendwo hier hinten. Ach, da. Hier. Ich hab's gefunden, ganz alleine, ohne Hilfe. Nee, ich war als erster. Klappe. So, zwei Stück fehlen noch. Natürlich wieder am Arsch. Da muss ja durch ganz New Haven rennen, beziehungsweise an ganz New Haven vorbei. Sonst wär's auch langweilig. Ja, ne? Das ist echt so, wenn man nicht irgendwo hinrennen müsste, um Gegenstand C zu holen. So. Rennen Sie an Arsch der Welt A und holen Sie Gegenstand B und bringen Sie ihn zu C, um ihn dort mit D zu fusionieren. Fusionieren. Pistol, 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 Pistol. Fusionieren die einfach mal alle. Fusionieren. Ja, ja. Lass so machen wir das. Nee, klar. Aha, diesmal ich sie. So, und das letzte ist, ist nicht dein Ernst, Alter. Wo ist das? Da können wir wieder den ganzen Weg zurücklatschen. Hätten uns natürlich ein Auto nehmen können, aber. Die Typen gegenseitig bekriegen. Ja, das ist mir gerade egal. Wegen 1 XP mache ich mir da nicht in die Hose. Ey, fast zu schade für die Muni, ja. Das ist eigentlich unter meinem Niveau. Oh, der Herr hat Niveau. Seit wann das denn? Die Dame in diesem Let's Play. Matze und Niveau, jetzt wird's aber echt. Geh mal halt nicht auf den Sack, du Type. Echt mal, Kevin, geh Robert nicht auf den Sack. Das ist keine Erziehung, Genossen, oder was? Ja, es war eine Deck. Jo! Ach, Leute. Bin ich wo kommen denn die scheiß Skiffits her? Matze, sein Titel, also du hast ja immer hier, Kevin ist ja Jäger. Ja. Ich bin, glaube ich, Centurio. Ja, ja. Matze als die zarteste Person von uns allen ist Defender. Ja. Und gefunden. Ah, ich bin vorbeigerannt. Nee. Das ist schon etwas amüsant. Komm, Bloody. Komm. Oh, jetzt macht ihr doch gut. Meine Güte, ey, dieser Bloodwing, ne? Ist echt so. So, jetzt können wir die Quest ja abliefern. Aber wir haben da, glaube ich. In New Haven hatten wir, glaube ich, noch eine andere Quest. 6 EP, es ist eigentlich echt total schwachsinnig, also. Für das, was die Munition kostet. Jetzt lasst mich doch halt in Ruhe hier, es nervt mich. Ja, ist okay, Ro, wenn du mit uns nicht mehr spielen willst, musst du nur sagen. Nee, ist echt so, wir können es dann auch lassen. Wir hatten die Diskussion ja schon mal gerade eben.
Nicht so, ne? Du denkst halt, du bist was Besseres. Ist echt so. Geht wieder alles gegen mich. So, wollen wir den Container in der Nähe von New Haven gleich noch suchen? Können wir nicht wieder raus, Herr oder? Herrgott nochmal, halt die Backen! Zwei sind raus? Die echt nervig, die Viecher. Ja, wir können wieder komplett raus. Ach, Mann. Ja, ein bisschen rennen tut uns ganz gut. Na, also, ich hab keinen Hüftspeck. Muss ich Robert angreifen lassen hier. Also der. Ich auch nicht. Ich meine, guck dir mal an, Leute. Der klotzt mir die ganze Zeit auf dem Arsch. Also daran kann es nicht liegen. Robert hat wieder zu viel Wildschweine verdrückt. Wobei das jetzt natürlich nicht die angemessene Reaktion einer Frau wäre. Kevin, findest du, dass ich fett bin? Aber natürlich nicht. Ich glaube nicht von der Sirene. Das ist eine Questmatze, die musst du annehmen. Wo denn? Ach, hier. Nochmal. Dann machen wir das doch glatt. Du hast den Container gefunden, in dem dein Lohn sein müsste. Mal sehen, wie sehr Tell Knopf deine Dienste schätzt. Leck mich am Arsch, du blöder Claptrap. So, wir haben eine neue Quest bekommen und die führt uns... Na, glücklicherweise genau hier rein. Die Tür geht auf, da ist ein kleines Viech drin und es bricht erstmal übstes Chaos los, weil jeder aus allen Rohren feuert. Näher! Das ist halt ein Viech hier. Das ist gut. Der hätte nicht mal Zeit gehabt zu sagen, ich komme in Frieden. Tja. Da kann nicht in Frieden kommen. Das Tor geht auf. Naja. So einen ordentlichen Actionfilm. Ja, nee, so muss das. Melde dich bei Helena Pierce. Wir gehen aber erstmal zum schwarzen Brett, weil das witzigerweise auf dem Weg liegt und Claptrap ja gesagt hat, da wären neue Sachen verfügbar. Genau, gesucht. Frische Fische. Wirf rund um Treacher's Landing Granaten ins Wasser und sammle die Fische ein, die an die Oberfläche treiben. Bring sie zurück zum schwarzen Brett in New Haven. Das ist doch mal eine Art zu angeln, wie ich das mag. Was will denn mal ein schwarzes Brett mit Fischen? Ist doch völlig egal, wir machen es einfach, weil wir total stumpf sind. Echt so, ne? Wollen einfach nur... So, die Wertsachen können wir abliefern, dann müssen wir noch schnell zum Eric. Huch. Den suche ich dann so eben mal auf. Cool. Wollen wir mal zur Potte kommen, ja. Danke, Mann. Ich vertraue darauf, dass du das für dich behältst, okay? Hier, ich bezahle dich gut für dieses Geheimnis. Und keine Sorge, weil das Geld etwas feucht ist. Ich habe mir gerade die Hände gewaschen. Ja. Natürlich. Das ist klar. Natürlich, natürlich. So spricht man doch nicht mit einer Lady. Das war vielleicht eine Anmache. Ich hoffe nicht. Na, deswegen renne ich jetzt auch. Okay, Helena Pierce. Helena ist das Nächste. Hallo. Hi. Es gibt etwas zu berichten. Was hast du getan? Och, nix. Töte Taylor Knopp und sprich anschließend mit Claptrap. Okay, den sollen wir jetzt auch umlegen. Haben wir nicht schon mit irgendeinem Knopf getötet? Ja, wir haben Jaden Knopp getötet. Achso, und jetzt haben wir noch einen Tyler. Der Tyler ist der Nächste auf der Liste, der dran glauben soll. Und Scooter hat eine neue Quest. Du meine Güte, hier ist was los. Hey, komm rein und sieh dich um. Ja, mach ich. Also, wir brauchen keine Schiffe versenken. Versenke die Right Toes Man. Great Vengeance und Furious Anger. Wo auch immer. Aber das mach mal. Das klingt mal interessant. Das klingt echt nach Spaß. Ein paar Schiffe versenken. D7. Treffer versenkt. So, wir haben zwei was in Creatures Landing und ein was, aber das in Janestown ist, glaube ich, Hauptquest. Deswegen gehen wir nach Creatures Landing. Oder, lieber Kevin, haben wir die Zeit erreicht? Sag was. Wir haben noch eine Minute. Noch eine Minute? Dann reisen wir noch dorthin. Würde ich auch sagen. Dann reisen wir noch dahin, lassen das Spiel nochmal abstürzen. Ich sag mal, es klappert wohl. Wir hatten mir gerade den Arsch geschossen. Der Robot. Hast du gedacht, du merkst nicht, hä? Nicht du. Arschloch. Hat aufgefangen mit einer Arschbacken. Die Kugel. Und pulverisiert. Beruhig dich mal. Echt so, ne? So, machen wir jetzt hier einen Cut. Oh. Ich hab ne geile Sniper, sehe ich gerade. Machen wir hier einen Cut oder machen wir die beiden Tricks jetzt Platz? Schöner rein. Ah, ich würde sagen, bevor die Verwendeten uns hier auf den Sack gehen, machen wir die noch platt. Wir sind so nicht. Ich hab ja schon...
Kein Wettkampf mehr bin. Was für ein Wettkampf? Weil du was sagen wolltest, ich hab ja schon so wie. Ich hab ja schon 5 umgebracht. Ja, hab ich ja schon. Platz der zählt trotzdem nur als einer. So, na, dann kommt man ja alle am Start zusammen. Robert! Explizit mal wieder Robert. Ich weiß nicht, wir müssen irgendwie immer auf den Robert warten. So, liebe Freunde, das war's für diese Folge. Technische Komplikationen auch im neuen Jahr, wie das sein muss. Deswegen sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Okay, Robert will euch nicht tschüss sagen. Haut rein.